überleben. Herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play Destiny. Na, wir sind jetzt gerade auf der Erde. World of Zeits Versteck. Ich glaube, ich mit Namen jetzt nicht ausspreche. Oh. Ich habe das Sniper und mache hier noch Impulsgewehr los. Oh, hier, guck doch mal. Ach. Hier ist es. Wir haben hier unten ein echtes Problem. Ups. Lass mich raten. Vier Arme tragen Umhänge. Und riechen richtig fies. Keine Gefallen. Die Besessenen. Besessene. Ein schwarzer Geist. Ah, hier ist noch ein Besessener. Ah, was ist denn hier los? Du voll bebombt. Ey, was mache ich denn? Im Schild ist schon aber auch so ewig. Fäulenäther. Du Vieh. So nicht, mein Fräulein. Einfach nur alle mal verschanzen. So, jetzt eine Abgranate, bitte sehr. Jetzt schon buchen. Vieh, weg hier. Was wird denn mit Feuer? Das ist doch ein Viehzeug. Ja, ja, die können da draus schießen. Das zieht ganz schön weg. Naja, gut. Wie schlimm ist das? Da schweben ja. Besessene überall. Und sie bekämpfen die Gefallen. Krass. Die Erde wird aussehen wie Phobos, solltest du den Tarnantrieb nicht finden. Da fehlt mir schon, keine Angst. Mein Sinn! Wenn wir hier titanlos rocken. Bab! Bab! Na! Ich will auf jeden Fall noch ein bisschen lernen. Na. Wer schießt mich denn hier? Moinsen! Oh! Ich bin da reingestellt. Boots, Baby. Es gibt da einen Trick, da durchzukommen. Sag mir Bescheid, wenn du dort bist. Okay. Bin da. Die Tür wurde bereits geöffnet, Kate. Wir sind drin. Und die Fluxgranaten sind nicht explodiert? Ich muss aus diesem Turm heraus. Haha, du hast gleich mal eine Granate ins Gesicht geklatscht. Ja, mir fehlt das Schwert hier. Was? So. Wie hoch stehen unsere Chancen, dass der Aufzug noch funktioniert? Ihn pflanzen. Funktioniert. Wir sind auf dem Weg nach oben. Okay. Wann war das letzte Mal, dass du diesen Aufzug genommen hast? Entspann dich. Funktioniert einwandfrei. Aber Geist, bleib in der Nähe. Nur für den Fall. Na.
Ja, ich werde auch meine Videos versuchen, jetzt mal auf eine halbe Stunde zu bringen. Also jetzt 15 Minuten, das bringt ja, das ist irgendwie keine Punkte. Du kannst nichts machen, du bist nur am Hetzen, deswegen machst du einen kleinen Chilligen. Sekunde kann ich die Mal Energiesignatur gucken, von wie den das, Sensoren im ganzen Kosmodrom aufnehmen. wie der Mitschnitt wird. Weißt du Also nicht, wann die diese Kommandanten Überleitung zum von Folge 1 und Folge ersten 2. Gefahrenalarm durchkam? Da wird wahrscheinlich Hätte immer in der jemand Mitte eines mal ein kleiner Gefahrenalarms Teil ein paar fehlen, Monate aber später ich gehörte werde es ihr auf das jeden Fall auch Kosmodrom irgendwann und mal die beheben. Besessenen schafften das in wenigen Stunden. Wie finden wir deinen Tarnantrieb? Eine Brücke verbindet den Turm mit dem Schiff. Konnte ich erst nach Tagen zum Laufen bringen. Ist nicht stabil, also pass auf. Kate, jemand hat die Kommandobrücke bewegt und die Steuerung zerstört. Ja, da sind die Gefallenen. Versuchen wahrscheinlich, sich die Besessenen vom Leib zu halten. Finde einen Weg, den Strom umzuleiten. Na klar. In Oberleitungen gibt es immer noch aktive Übertragung. Wenn du die Quelle findest, kann ich den Schaltkreis reparieren. Wir warten Ja, ich immer noch werde. auf Details deines Plans, Kate. Oh, gib mir eine Sekunde, Hüter. Ich werde auch nicht, ich muss auch sehr viel striken am Anfang. Ich werde zwar immer den Strike immer so zeigen, aber immer und immer wieder den Strike zu Let's Playen ist dann auch scheiße. Man hat dann auch keine Lust immer wieder, aber es ist halt nichts anderes bei Destiny leider. Muss farmen, 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 immer wieder spielen und immer wieder spielen und ja, dass man dann irgendwann mal wirklich vorankommt. Das werde ich nicht so machen. Da werde ich meinen Titan so ein bisschen aufleveln und wenn das dann so bereit ist, so halbwegs bereit ist, dann werde ich dann immer so ein bisschen stückchenweise noch Let's Playen. Okay, sind wieder am Start. Hey, die Brücke bewegt sich schon. Geh im Kolonieschiff nach oben, wo mein Versteck ist. Und pass auf der Brücke auf. Ja. Hast du einen Vorschlag, welchen Weg wir nehmen sollen? Ja, hoch. Bei den schnellen, oder? Hammer time! Bam. Well, aus dem Konjunktiv ist Stern raus, natürlich. Oh, geil. Die Heuschlag. Oh! Ja, ich wollte gerade sagen, du Biest! Kurz davor noch so eine scheiß Barriere aufgebaut. Du Stück! So. Geht nicht so lang. Ah, nein, 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 nein! Damit. Die ist gleich am schlimmsten, ey. Die wollen mich immer runterhauen. Das ist scheiße. Nice. Na? Ha, ich wollte jetzt bloß einen Schritt reinhauen. Baby. Boah, hat mir eine gegeben. Habt ihr das gesehen, Jungs? Und Mädels. So aber nicht. So aber nicht. So, jetzt werde ich mal kurz hier das Beutel zurück abgeben. Und da gibt es eine seltsame Münze. Und ich bin Level up. Guck ja nicht nach unten. Nö. Wollte ich jetzt auch nicht. Sogar noch fast Mist gemacht. Ha! Haut ab hier! Ich muss die Flugbahn noch ein bisschen berechnen. Vielleicht noch ein bisschen ausgleichen. Das sind meine Gegner, verzieht euch! Hm.
Sind wir doch fast oben. Moin Sam! Bam! Das ist so evil, ey. Die PvP auf jeden Fall. Ah. Ja, ich muss auf jeden Fall ein bisschen mehr auf Granaten gehen, dass ich die auch öfters einsetzen kann. Dass ich alles einsammle, Mann. Und ab geht's nach oben! Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier rauskomme. Ah, hier. Hallo! Bam! Hui! Ja. Mein Wille erobert alles! Ja. Oryx, in aller Ruhe. Vielleicht springe ich mit den Titanen an. Was ist er denn? Bam. Ich auch kein Level ab. Das hängt aber gerade da hier. Granate. Nein. Immer noch Beschuss. Teilt sich jetzt nicht. Du auch nicht. Du teilt sich. Tisch immer rote Leiste. Das ist natürlich alles schön. Komm raus. Wo bist du? Komm, Echo Oryx. Zeig dich. Schausen. Ziemlich sauer zu sein. Oryx muss es immer noch auf uns abgesehen haben, weil wegen Krota, du weißt schon. Ja, ich weiß schon. Nicht einfach auf dem Grabschiff. Hast du meinen Tarnantrieb gefunden? Ist du sicher, dass es noch hier ist? Es ist so wie mit allem. Du musst wissen, wo du suchen musst. Geh auf die Frequenz 5982, Geist. Sehr, sehr schick. Da ist es ja. Die besten Verstecke sind immer die, die sich genau vor der Nase befinden. Teleportiere es weg von hier. Ich treffe die Vorbereitungen. Tu mir nur einen Gefallen. Wenn du noch was findest, das ich versteckt habe, lass es für mich liegen. Auf dem Grabschiff gibt es genug Schätze für alle. Mhm. Oh, fast Level 37. Ah, 108 und 27 präzise Kills, ne? Das ist nicht so gut. Das hat doch stimmt. Ne? Na. Leg los. Du bist eine echte Künstlerin. Man kann nicht mal die Verbindung sehen. Niedlich. Aber Zavala muss alle Abflüge genehmigen. Ich muss angeben, warum ich es ziehen lasse. Sternenschau.
Wie wär's mit unbefugter Einsatz mit modifizierter Tarntech, um das Grabschiff über Saturns Ringen zu infiltrieren, um seine Waffen auszuschalten, eine Teleportzone aufzusetzen und die Kavallerie zu schicken? Wie wär's mit Testflug? Es wartet auf dich, wenn du soweit bist. Ich? Ich flieg das Ding nicht. Ja, und hier ist genau das gerade passiert, was ich eigentlich nicht wollte. Irgendwie spinnt das, wenn ich auf Aufnehmen drücke, dann speichert das. Dann drücke ich nochmal auf Aufnehmen und dann speichert das bitte. Ich weiß nicht, was der da von mir will. Muss mal gucken, wie ich das am besten irgendwie geregelt bekomme, dass da nicht so ein Mist entsteht. Ja, wenn ich das zusammenschneide. Ach, naja. So. Was haben wir denn hier Schickes? Nein, ich will halt meine Schussgranate. Das können wir abgeben. Bitte seltsame Münze. Na ja, gut. Alles klar. Aha, jetzt geht's auf jeden Fall aufs Grabschiff. Oh, ein blaues Engramm. Was macht er denn? Vorhut. Nur ein Schuss vom Grabschiff war nötig. Wenn du durch bist, wird das nie mehr feuern. Platziere die Teleportlinks so, dass andere Hüter landen können. Nicht jeder hat Tarntech und ein Schiff, das nach Schar riecht. Viel Glück, Hüter. Tarnantrieb eingeschaltet. Entdecke gerade Fluktuationen in der Stromversorgung. Entspann dich. Das nämlich selbst gebastelt. Wahrscheinlich nur Saturns Strahlungsstürmer, die stören. Er fällt aus. Hast du mal einen Tarnantrieb geschrottet? Ob sie uns sehen kann? Ich glaube, sie sehen uns. Was ist los? Alles in Ordnung? Warum sollten wir nicht okay sein? Sitzen ja hier nur ohne Schiff und Teleportzone fest. Gut. Habt ihr gesagt, mein Tarnantrieb klappt? Das war so eine geile Szene, ey. Ich glaube, sie uns sehen können. Ich glaube, sie sehen uns. Ich habe das erste Mal so gefeiert. Ja, das haben wir schon extrem cool gemacht. Das Grabschiff. Das ist das gleiche Ding, das wir gesehen haben, bevor Phobos zerfiel. Vielleicht ist es eine Art Sonde. Sieht nach Ärger aus. Die Brücke auf die andere Seite ist gerade verschwunden. Eine Sekunde, ich frage Aeris. Sie sagt, es sei wahrscheinlich bloß ein Resonanzzauber, was auch immer das sein soll.
Also, sei einfach bei allem vorsichtig. Ja. Wie wär's, wenn du mich rauslässt und ich sehe mir das mal an? So. Ekelischer. Na gut, wollen wir weitergehen? Ich werde auf jeden Fall jetzt hier nicht ganz so viel reden, weil ich dieses diese Atmosphäre ein bisschen beibehalten möchte. Ich weiß gerade gar nicht. Wo ging es denn jetzt lang? Warte mal, ich hab doch einen schwarzen Geist. Sorry. Ist sogar 170 schnell, egal. Ging doch hier rein, ja. So. Kriecht euch. Fläche des Grabschiffes angekratzt. Die Schar begrenzt die essentiellen Vorgänge auf das Zentrum ihrer Architektur. Du wirst dir schon die Hände schmutzig machen müssen. Ja, in aller Ruhe, ne? Diese Energie treibt die Waffe an. Kate, was machen wir jetzt? Okay, einen Augenblick. Aeris faselt etwas von den nekrotischen... Ach, schieß einfach drauf. Ja, schieß einfach mal drauf. Der Chat ist aktiviert. Ich schalte ihn für dich ab. Sag mal. Okay. Der Kanal ist fertig. Doch ich entdecke weitere, die die Waffe mit Energie speisen. Finde sie. Das Schiff wird das Feuer nicht einstellen, bis du nicht alle abgeschaltet hast. War da was Grünes? Eine Shotgun, ne? Nice. Aber die Augen sind auch bastardmäßig unterwegs. Hier beginnt der Zauber. Das ist der Ruf von Oryx. In diesem Feld fließt ein konzentrierter Strom interdimensionaler Energie. Hä? Und er wird immer stärker. Was? Kommst du auf immer her? Und nein! Etwas daraus hervorgekommen. Bleib dran! Wir brauchen mehr Hüter auf dem Grabschiff. Kommt erstmal auch ich sag's aus den Dinger rausgeschlüpft, ey. Krass. Gar nichts aktiviert, denn er macht schon eh los hier. Kanal. Wo war denn der?
war hier drüben, ne? Da bin ich da gerade von hier gekommen. Ja. Ach, das ist auf der anderen Seite. Da freue ich mich schon mit meinen Titanen auf Prüfung von Osiris. Das ist so ein PvP-Event, wo man dann also so 3 gegen 3. Da muss man 5 Runden gewinnen. Und wenn man 9 zu 0 macht, also 9 Siege und 0 Niederlagen auf dem Ticket hat, dann kommt man auf den Merkur. Da gibt es dann schöne Loot. Ey, sag mal. War sehr anstrengend, weil natürlich auch andere Spieler auch auf den Merkur wollen. Und ziemlich aggressiv unterwegs sind. So, das ist der letzte. Ah! Na, 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 so aber nicht. So aber nicht. So haben wir nicht gewettet. Oh, du mit deinem scheiß Auge. Die Augen auf jeden Fall immer vorher besiegen, weil die sind einfach nur so belastend. Kriegst du nicht mit, dass sie dich beschießen und dann bist du down. So, das war der letzte. Wohin geht's als nächstes? Die Teleportzone muss einsatzbereit sein. In deiner Nähe ist ein riesiger Höhleneinbruch. Besser geht's nicht. Ja, ich weiß, dass es nicht besser geht. So. Ein Kabalschiff in Himmelsbrennerfarbe muss von Phobos gekommen sein. Kabale? Um die kümmern wir uns später. Sichere die Teleportzone. Sag mal. Sag es später, dann halt später. Uiuiui, hier geht's aber los. Was kommt denn hier jetzt ab? Oh. So. Aktiviere den Teleport-Link. Unser Schiff ist im Anflug. Hey, Zavala. Willst du wissen, wie eine Teleportzone auf dem Grabschiff aussieht? Du hast einen Hüter ohne Erlaubnis auf dem Grabschiff landen lassen. Bekomme ich die Autorisierung? Wir sprechen.